Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hab's in der Hand. Kann man nichts sehen, oder doch? Ein richtig dickes Teil, ey. Wahnsinn. Ja, super. Genialer Fund, richtig schön. Super live mal wieder. Das hier, ne? Ja. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute wieder unterwegs mit dem Metalldetektor und wir sind wieder auf Schatzsuche. Wir haben im letzten Video hier was rausgeholt. Richtig, das war eine Münze und zwar eine goldene Münze. Sie war zwar nicht aus Gold, aber sie war wirklich wunderschön, denn von 1925. Und ja, jetzt geht's weiter. Also wir laufen hier einmal rüber. Man kann sehen, dass ich hier war. Zack, zack, zack. Ich habe wieder Begleitung, beziehungsweise ein paar Zuschauer mit dabei, und zwar ein paar Pferde. Und ja, ich möchte einfach jetzt wieder loslegen und mal gucken, was wir alles finden. Ich habe hier heute wieder meinen XP-Deus mit dabei. Ich habe heute diese HF-Spule, diese weiße, damit ich kleine, dünne Silbermünzen besser finden kann. Bin sehr gespannt. Ich würde sagen, es geht los bis zum ersten Fund und Signal. Viel Spaß beim Zuschauen und lasst gerne ein Like für mich da, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Und die Glocke aktivieren. Soll wohl irgendwie wichtig sein. Aber weiter geht's. Da, da, da. So, Leute. Warte. Klack, klack. So, Kamera sitzt, wackelt, hat Luft, super. Und wir gehen weiter auf die Schatzsuche. Zweiter Teil heute. Heute mal ein bisschen mehr labern. Jetzt gucken wir einfach mal, was wir hier finden. Ich komme hier so langsam in einen Bereich, wo ich ja noch nicht so viel war, noch nicht so viel gesucht habe, und dementsprechend habe ich die Hoffnung, dass ich hier noch ein paar schöne Münzen und so weiter halt finde. Ja, was soll ich denn erzählen? Ja, erstmal bis zum ersten Signal. Ja. Ich habe es gefunden, Leute. Oh, was ganz Kleines. Alles klar, HF-Spule. Ist richtig. Das muss ich euch zeigen. Leute, guckt mal hier. Kein Spaß jetzt. Also das ist wirklich klein. Das ist ein Zündhütchen, aber so ein kleines Teil habe ich noch nie gefunden. Wahnsinnig gut detektiert. Ich weiß gar nicht, wie ich das anfassen soll. Guck mal, wie klein das ist. Also, Wahnsinn. Super, okay. Und das Signal kam wirklich sehr, sehr gut rein. Alles klar, weiter geht's. Schauen wir mal, was noch kommt. Das Ding ist abgefallen. Der Detektor ist auch schon ein bisschen älter. Also, das irgendwann mit der Zeit wird es halt ein bisschen locker, ein bisschen abgenutzt, aber das macht nichts. Kommt Neues ran, gibt es für alles Ersatzteile. Ja, und wenn ihr irgendwie sagt von wegen, okay, mich interessiert das hier auch mit dem ganzen Hobby, mit dem Sondeln, ich will mal selber raus, dann einfach anschreiben. Per Instagram oder Facebook, je nachdem, was für euch halt besser passt. Und ich habe hier wieder ein Signal. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben, je nachdem. Und dann berate ich euch halt einfach, ne? So, da ist er. Kommt richtig gut rein mit 70. So. Hab's in der Hand. Da sehe ich was. Sagen es eine Blombe. Ich kann es aber nicht so hundertprozentig deuten. Ich erkenne nicht so viel. Leider. Also, sieht interessant aus. Ich blende es ein, so wie immer. Ich meine, das sind Dinge, die aus dem Boden kommen. Die sollten ja jedem zur Verfügung gestellt werden dürfen. Ich blende es einfach ein. Wie gesagt, ich habe gerade gar keine Ahnung. Kann nichts drauf erkennen. Und bevor ich irgendwie Märchengeschichten erzähle oder so, mache ich das lieber sauber. Das hatte ich auch schon ein paar Mal, ne? Was gefunden. Live vor der Kamera. Erstmal keine Ahnung gehabt. Und dann im Nachhinein hat sich herausgestellt, was für ein genialer Fund das eigentlich war. Weiter. So, ja, Freunde, so ist das halt wieder. Corona-Zeit. Das bleibt erstmal. Bin ich froh, dass da unser Hobby oder dieses Hobby nicht von beeinträchtigt ist, beziehungsweise nicht groß, denn ja, besser geht's gar nicht. Außerdem trifft man da auch nicht so viele Menschen außer Gleichgesinnte. Deswegen, ich finde das schön, dass man auch einfach mal seine Ruhe genießen kann. So, und wir gucken mal, was da ist. 34, interessant. Ich hebel das Ding lieber aus, muss ich sagen. Da guck, bevor ich irgendwas kaputt machen würde, ist auch wieder ein Aluschnipsel. Macht aber nichts, denn wir wollen hier einfach 100%ig jetzt alles absuchen. Ich habe hier noch ganz viele andere Flächen, die interessant sind, aber das hier möchte ich jetzt irgendwie abschließen. Deswegen, weiter. So, und ihr seid wieder live mit dabei.
freut mich auch. Denn dann könnt ihr sehen, was man so alles finden kann. Und es bleibt halt auch echt. Ich habe hier schon wieder den nächsten. Zack. Ist auch draußen. 46. Da haben wir was. Ist dünn. Könnte ein Überrest von der Münze sein. Nee, also ich würde ganz stark sagen, es ist ein Stück Blei, mir nicht. Aber nicht schlimm. Ist nicht schlimm. So, weiter, weiter. Da ist schon wieder der nächste. 83. So. Zack. Ist draußen. Hab's in der Hand. Kann noch nichts sehen. Oder doch? Ich kann was sehen. Und zwar einen Knopf kann ich erkennen. Da haben wir ihn. Das ist so ein... Oh. Okay. Das ist aber noch komplett. Das ist interessant. Das ist eine Musketenkugel, sag mal. Du, ganz ehrlich, ich bin der Meinung, das ist kein Knopf. Das ist eine Musketenkugel, die aufgeschlagen ist. Und hier hinten erkennt man noch den Gussstift. Also sprich, die sind manchmal nicht ganz rund, sondern haben oben noch so eine Art Stift. Und dann werden die auch so verwendet. Also ich glaube, das war eine Musketenkugel, die aufgeschlagen ist. Okay. Hier jemand ist ja ein bisschen durchgedreht, wa? Okay. Wieder geballert, da. Mann, Mann, Mann. Ja, die Leute haben sich schon immer eins auf die Nuss gegeben, ne? Das ist halt einfach so. Einfacher werden die Menschen nicht. So, jetzt versuche ich mal zu drehen. Und in die Richtung. Schauen wir mal. So. Geht mal wieder weiter. Bis zum nächsten, Leute. Okay, wir probieren es mal. Also ich habe wieder keinen Leitwert. Jetzt habe ich einen mit 30. Ne. So, Leute, jetzt habe ich gerade eben lange an einem Signal die Zeit verschwendet. Und zwar genau da. Ja. Das hat mir nicht so viel gebracht. Aber okay, das wollte ich euch jetzt mal wirklich ersparen. Deswegen kurz vorgeskippt. Ja, mal gucken mal. Geht es hier nochmal ein paar Minütchen. Nehme euch natürlich hier wieder live mit. Auf jeden Fall versuche ich hier auch immer am Boden so nah es geht ranzugehen. Besonders wenn es hier so schön gerade ist und nur Gras. Dann ja, geht er auch. Wie gesagt, kannst du so nah wie es nur geht am Boden rangehen. Geht nichts kaputt, zerkratzt eigentlich auch nichts. Ja, also wie man sieht. Das Gebiet hier anscheinend gut abgesucht. Bin ich auf jeden Fall zufrieden mit. Also so ist das nicht, ne? Wenn man dann irgendwann sagt, okay, alles klar, hier kommt nicht mehr so viel, dann ist das eben so, ne? So, wieder einer. Schauen wir mal, was das Schicksal für uns bereithält. Da ist. Ich bin der Meinung, ich sehe es auch schon. Wird das hier sein, ne? Jo, kein blassen Schimmer. Irgendwie Müll sein. Ja, Leute. So ist das halt. Kannst nicht nur immer hier Top-Silber finden. So wie die letzten Male. Oder vielleicht in ferner Zukunft oder naher Zukunft. Und je nachdem, wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit finde, um Videos zu schneiden. Das ist halt einfach so. Ein Regenwurm. Ein richtig dickes Teil, ey. Wahnsinn. Rein mit dir. Schon draußen. Hab's in der Hand. Ich sehe was. Boah, krass. Das sieht nach Silber irgendwie aus. Ich habe hier hinten gerade nur das gesehen, dachte mir so, alles klar. Vermutlich Silber, aber es scheint nun ein Überrest vom Knopf zu sein. Also nicht so der Wahnsinn, schade. Okay. Ah, aber er hat ihn super hinbekommen wieder. Okay. Na, ist da der Rest? Da haben wir ihn. Uff. Was ist das? Ah, ein Stück Schraube irgendwie. Oder? Sieht ja merkwürdig aus. Sieht irgendwie komisch aus. Kann wirklich keinerlei nichts an Angaben machen. Ich habe keine Ahnung. Ich mache es sauber, packe es zu den interessanten Sachen. Wenn es interessant scheint, blende ich es ein. Und ansonsten würde ich sagen, geht's weiter.
Gut, gut, gut. Weiter, weiter. Nehmt euch jetzt mal ein paar Meter live mit. Und dann könnt ihr mal sehen, wann, ja, wie so die Taktung ist. Können wir auch mal machen. Denn das haben sich auch einige gewünscht bei diesem Quest Q60 Metalldetektor Tutorial Video, dass ich mal ein bisschen mehr live gehen soll. Und das könnt ihr ja mal sehen. Also ich gehe jetzt hier auf jeden Fall ein paar Meter. Ich versuche aber auch langsam zu gehen. Na, warte mal. Also der knattert ziemlich gut. Aber auch mit ein bisschen Eisen war dazwischen. Wie gesagt, könnt ihr mal halt sehen, wie lange ich eigentlich dann so unterwegs bin für ein Signal. Ist natürlich auch unterschiedlich, ne? Aber so ist draußen. Ich finde es dann eigentlich auch mal ganz interessant zu hören, so wie euer Feedback ist, was ihr sehen möchtet, was nicht. Oh, ist schwer. Was, boah, was ist das? Ein Koppelhaken, wie nice ist er denn? Oh, cool. Das ist ja mal geil. Guck mal hier. Kann man noch leicht die Krone drauf erkennen. Ich blende es euch ein. Gibt ja auch eine Vorder- und Rückseite. Hinten kannst du die Löcher erkennen, wie das verarbeitet wurde, dass es halt festgenäht werden konnte. Das siehst du jetzt hier oben. Und ja. Boah, guck mal, jetzt gehen die Pferde wieder los. Ja, super. Genialer Fund, richtig schön. Super live mal wieder. So soll es sein. Ich meine, da erkennt man ja, also ich, wie willst du, also besser geht's nicht. Ich mag diese Live-Grabung, deswegen, also ich versuche halt auch, deswegen so viel es geht live zu bringen, weil ich liebe das ja auch, so, das eben, ja, zu dokumentieren und dann irgendwann selber mal wieder das Video anzugucken und dann zu sehen, wie halt live das Ding rauskam. Und man freut sich ja auch enorm, ne? So, weiter. Die Pferde wurden gerade alle reingerufen. Bedeutet, ich bin jetzt hier nur alleine auf dem Schlachtfeld. Ein Koppelhaken, wie geil. Ah, warte mal, ich muss mal umdrehen. Das ist auch ein gutes Signal eigentlich. Ja, auch wenn ich noch gar keinen Leitwert habe, vertraue ich jetzt mal aufs Gehör und auf die Anzeige. 41 ist schon wesentlich besser. Also, kommt jetzt rein. 25, hm. Das macht mir jetzt wieder ein bisschen stutzig. Koksgestein. Okay. Hier wurde auf jeden Fall, wie gesagt, Koks wurde ja zum Heizen genutzt. Deswegen ist nicht schlecht. Okay. Da liegt jetzt hier dieser Koppelhaken. Guck mal, der ist ja jetzt aus der Preußenzeit. Also locker seine 100 Jahre alt. Ne? Hier auf dem Feld. Das bedeutet, hier muss irgendeiner aus der, also ein preußischer Soldat, muss hier irgendwie das Teil verloren haben. Und das ist irgendwie faszinierend, finde ich. Ob er vielleicht auch nochmal eine schöne Silbermünze verloren hat? Oder eine andere Münze? Wäre ja auch gut. Aber wir wissen es nicht. Deswegen gucken wir weiter. Da, guck mal, ich sehe schon was. Da. Patrone. Beziehungsweise Patronenhülse. Die ist weg. Okay. Das ist auch schon mal gut, ne? Müsst ihr mal so ein bisschen aufpassen. Das ist beim Sondeln so, das ist auch beim Magnetfischen so. Man kann immer auf Kampfkabel stoßen. Aber bitte mal ein bisschen aufpassen, ne? Nicht, dass da was in die Hose geht. Wäre nicht so schön. Alles klar, Leute, Leute, Leute. Wir gehen weiter. Ups. Da war der Aluschnipsel. Ja gut, okay. Ist so. Und deswegen folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr so ein bisschen über das aktuelle Geschehen informiert sein möchtet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt wirklich beim nächsten Fund und Signal. So langsam wird es dunkel, deswegen müssen wir Gas geben. 57, aber einmal kann man mit einem Leitwert von 1 raus. So, weiter. Ups. Oh,
cool. Nice. Habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr, beziehungsweise nur einmal bisher. Also ich würde jetzt mal behaupten, das ist so ein Koppelhaken, beziehungsweise fürs Schwert damals. Da hast du das nämlich dann hier an die Seite reingepackt und dann hing das nämlich runter. Das ist ja genial. Das hier ist abgebrochen. Ich habe da eigentlich auch, wie gesagt, ich werde mal schauen, ob ich da ein Foto finde und zeige euch dann ein Vergleichsbild. Das ist auf jeden Fall ein richtig schöner Fund. Wow. Ja, also das war mal toll gewesen. Und wie gesagt, der kam irgendwie nicht so gut rein zuerst. War auch tief im Boden. Ein bisschen. Aber das hat die Spule super gemacht. Also das muss ich wirklich sagen. So Leute, also ich werde jetzt hier so langsam, nur ganz langsam, zum Auto zurück. Und dann mal schauen, ob wir noch was finden. Boah. 35. Also eigentlich nicht so mein Favorite, aber gut, komm, wir probieren es einfach nochmal aus. Okay, 40. Immer so der Bereich, wo man sagt, okay, das könnte jetzt hier auch auf jeden Fall auch eine Ding jetzt werden. Na komm schon, was ist denn hier los? Also. Da ist er. Na, Koksgestein wollte ich nämlich sagen. Aber ich sehe nichts. Oder Alu. Alu-Schrott. Ah, Mensch. Gut, ist so. Ist wie es ist, kannst du nicht ändern. 27. Ah, ich sag Koksgestein und das hier, ne? Ja. Mensch. Egal, aber es muss weg.